Ja, also bisher in einem sportlichen Umfeld aufgewachsen, da meine Eltern und meine Schwester auch in dieser Sportart waren. Ich bin im schönen Bern aufgewachsen. Es war immer eigentlich sehr sportlich, sage ich jetzt mal. Also, bei mir ist Beachvolleyball schon in der Familie gelegen. Also, meine erste Erfahrung mit Beachvolleyball war im Gstaad. Das ist das grösste Heimturnier, das wir hier haben in der Schweiz. Und da war ich schon als, ja, ein kleines Kind dort dabei. Ich hatte halt so ein bisschen die grosse Bühne und eine unglaubliche Stimmung von dem Sport miterlebt. Ich freue mich immer noch mega fest darauf, dort endlich mal zu competen, weil ich dort aufgewachsen bin und ich dort eigentlich am meisten Inspiration geholt für diesen Sport. Ich habe vor 4 Jahren quasi vom Hallenvolleyball ins Beachvolleyball gewechselt. Und das war für mich die entscheidende Entscheidung, würde ich sagen. Dass ich wirklich möchte in dieser Sportart kommen und dort alles investieren. Ich finde mich noch mehr als Athletin und auch als Person im Beachvolleyball. So habe ich mich wieder dazu entschieden und es hat viel mit mentalen Sachen zu tun. Du musst dich wie konstant entwickeln in verschiedensten Bereichen, damit du dich verbessern kannst.